Es gibt hier die Besonderheit, dass wir hier ein Verbundkraftwerk aufbauen. Wir bauen hier das erneuerbare Kraftwerk der Zukunft. Wir integrieren Speicher in das System. In Form von Wasserstoff? Um die Fluktuation aus der Erzeugung herauszuschneiden. Das ist dann ein riesengroßer Vorteil für die Region hier. Ob man eine Rückverstromung macht, ob man den für die Mobilität zur Verfügung stellt, zum Heizen, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, oder als technisches Gas, das hängt dann jeweils von den Stadtwerken an, für was sie im Prinzip die gespeicherte Energie nutzen wollen. Windnode ist ein wichtiger Baustein, um solche innovativen Lösungen tatsächlich auch ökonomisch darstellbar zu machen für uns. Das Windnode-Projekt hat uns die Möglichkeit gegeben, das Projekt überhaupt zu realisieren. Uns stehen im Moment keinerlei physikalischen Gesetze im Weg, aber leider immer noch eine ganze Reihe Bundesgesetze. Wir sehen von hier mehrere tausend Megawatt an insbesondere Windenergie, aber auch Biogas, etwas Solarenergie. Wir haben das praktisch jederzeit im Blick, die Windsituation, aber eben auch die momentane Leistung an den verschiedenen Standorten. Wir nehmen erneuerbaren Strom, produzieren daraus Wasserstoff und nutzen diesen Wasserstoff in allen Sektoren, wo er gebraucht wird, um die Energiewende insgesamt hinzubekommen. Der Elektrolyseur ist unser Herzstück. Dort entsteht der Wasserstoff. Das heißt, der Strom kommt von den Windkraftanlagen. Hier über unser Trafo-Gebäude wird im Nachbarraum zu Gleichstrom umgewandelt, geht dann auf den Elektrolyseur. Und hier in dem Elektrolyseur entstehen dann Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff, den geben wir in dieser Anlage an die Atmosphäre ab. Das ist eins der besonderen Stücke. Die Steuerung des Elektrolyseurs ist von uns selbst entwickelt worden, dass wir mit dem Elektrolyseur im Prinzip die Schwankungen der Windkraftanlage nachfahren können. So, weiterhin können wir über diese Steuerung alle Komponenten, die wir hier verbaut haben, im Prinzip uns anschauen, ob die ordnungsgemäß laufen. Und das können wir hier exakt nachvollziehen. Das Gleiche haben wir dann auch nochmal in unserer Warte. Das heißt, die Anlage hier ist 24 Stunden an 7 Tagen überwacht. Sollte irgendeine Störung oder sollte irgendein Fehler auftreten, bekommt der Bereitschaftsfahrer oder der Anlagenfahrer eine Information, ist dann hier vor Ort und schaut nach und behebt diese Störung. Wir arbeiten grundsätzlich mit den Gemeinden bei der Planung zusammen. Wir brauchen pro Kilowattstunde doppelt so viel Mitarbeiter wie die Kohle. Gut bezahlte Arbeit und billige Energie. Ohne eine Fortführung dessen wäre Windnode umsonst gewesen. Die Projekte würden alle wieder sterben.